Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Der Schlachthof von Zier steht uns bevor. Am 5. Dezember ist es soweit. Und dort müssen wir ein paar Dinge vorbereiten. Und ich hatte mir gedacht, besser früh als spät erzähle ich euch, was ihr da alles machen müsst, weil ein paar Dinge sind schon zu tun. Wir haben jetzt gut noch einen Monat Zeit, wo ich das Video aufnehme, haben wir den 10. November. Das heißt noch gut 3 Wochen. Und am 5.12., wenn dann Patch 1.2.3 kommt, wo wir ja auch das Verzauberungswindow haben, werden wir auch den Schlachthof von Zier bekommen. Und den Schlachthof von Zier könnte ich im Prinzip vorstellen wie ein Nephalem-Portal aus Diablo 3. Ihr erinnert euch, ihr habt eine bestimmte Zeitvorgabe und in der Zeitvorgabe müsst ihr kleine, runde Bällchen einsammeln, nenne ich sie mal, von Elite-Gegnern. Und so ähnlich wird es in diesem Siegel von Zier auch sein. Das Ganze könnt ihr erst machen, wenn ihr einmal die Questline komplett durchgemacht habt von Lord Zier. Das ist soweit logisch, denke ich mal. Aber wir müssen auch Saisonreise komplett durchhaben. Das heißt, alle 7 Saisonreiseziele müsst ihr durchhaben. Und gerade beim letzten, da gibt es ein paar Sachen, die sind echt knackig. Zum Beispiel einmal Überlevelt wieder besiegen und auch wenn das diese Season relativ easy ist. Und ein 90er Nightmare Dungeon müsst ihr einmal schaffen, unter anderem. Dazu kommen natürlich noch ein paar andere Sachen. Und erst dann habt ihr überhaupt die Möglichkeit, den Schlachthof von Zier zu betreten. Wenn ihr den dann betretet, ist es relativ cool gemacht, weil es ist ähnlich wie ein Nightmare Dungeon. Wir wissen noch nicht, ob es Affixe gibt oder Malusse gibt. Das bedeutet irgendwelche zusätzlichen Effekte. Wir wissen noch nicht, ob es irgendwelche zusätzlichen Objectives gibt. Das werden wir alles noch erfahren. Wir wissen auch noch nicht, was für Belohnungen wir bekommen. Man kann davon ausgehen, dass die Belohnungen ähnlich sind wie nach einem Nightmare Dungeon. Aber, das große Aber, die Stufe 1 von diesem Dungeon ist quasi gleichzusetzen mit dem Stufe dann mit der Dungeon-Stufe von dem Nightmare Dungeon von Level 101. Das heißt, die Gegner fangen auf Level 155 an und insgesamt gibt es 25 verschiedene Tiers und es ist auch noch nicht klar, ob die Gegner mit jedem Tier ein Level höher werden oder vielleicht sogar 3 Level höher werden, sodass wir irgendwann dann über Level 200er Gegner sehen werden. Für die Leute unter euch, die richtig krasse Profis sind, bestimmt ein cooles Event, um dort richtig, richtig reinzugrinden und nochmal richtig seine Skills rauszupacken. Für so Leute wie mich, die letztens mit Ach und Krach so ein 95er Siegel geschafft haben, weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich denke mal, dass wir Stufe 1 die allermeisten schaffen könnten, wenn ihr einen 100er Charakter habt und ein Endgame-Build. Und auf Stufe 1 bekommt ihr dann auch diese besondere neue Glyphe, Träne des Blutes, die ihr bis Level 210 leveln könnt und so gut wie jeden Bild, egal welchen Bild da draußen, stärker macht, weil die extrem, extrem krass wird. Also nochmal zusammengefasst, ihr müsst natürlich die Season Questline zu Ende spielen, so wie ich hier jetzt gerade. Ihr müsst Lord Zier besiegt haben. Dann in Cat Badu, dort könnt ihr dann diesen Schlachthof betreten, dort wo auch die Season Questline beendet war. Ihr müsst die Saisonreise komplett durchspielen und ihr müsst auf jeden Fall Level 100 sein oder so stark, dass ihr mindestens ein Level 100 Nightmare Dungeon schaffen könnt. Wenn ihr das alles habt, dann könnt ihr das Event auf jeden Fall spielen. Das Event wird 6 Wochen da sein, wird auch nur in der Season sein. RIP an alle, die Eternal spielen. Ihr müsst Season spielen, um das Event spielen zu können. Die Glyphe verschwindet auch nach dem Event. Und das Ganze ist quasi ein Test von Blizzard, um zu schauen, wie doll das angenommen wird, wie das Feedback ist, wie Leute das fanden. Und dann könnte das eventuell auch den Weg später ins Endgame finden, beziehungsweise nochmal später wiederkommen als Event. Das wissen wir noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass in Season 3 dann eventuell schon, wenn das Feedback gut war, das Ganze komplett implementiert wird und dann auch im Eternal spielbar ist. Und wir dann vielleicht auch in abgeschwächter Form diese Glyphe bekommen. Ich predige ja schon lange, dass wir neue Glyphen brauchen. Haben ein paar neue bekommen letztens. Das wäre auf jeden Fall eine coole Glyphe, die charakterübergreifend gut passen würde, wenn sie nicht komplett OP ist. Müssen wir dann nochmal ein bisschen adjusten. Lasst mir gerne eure Meinung unten in den Kommentaren zum Schlachthof von Zier. Ich bin extrem gespannt, wie schwer es wird, ob es zu viert einfacher ist oder vielleicht sogar alleine einfacher ist. Erinnert euch, zu viert haben die Gegner viermal so viel Leben.
Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst gerne ein Follow auf den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr den Bild, den ich hier vom Jäger gespielt habe, sehen wollt, dann lasst es mich auch unten in den Kommentaren wissen. Dann mache ich dazu auch mal ein Video. Ist ein Penetrating Gift Schattenbild, den ich selber aktuell ein bisschen am Bauen und am Basteln bin. Wenn ihr das wissen wollt, schreibt unten rein. Ansonsten würde ich mich, wie gesagt, über ein Like freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.